Ja, hallihallo meine Lieben und einen wunderschönen Donnerstag. Guten Morgen. Ich bin gerade mit dem lieben Moki unterwegs. Wir haben 8 Uhr. Und ich nehme euch heute früh mal wieder mit auf eine kleine Spaziergangrunde an diesem wirklich kalten, es ist wirklich kalt oder sagen wir mal frisch. Ja. Es hat die letzten Tage geregnet, wie man sehen kann. Jetzt gerade regnet es nicht, aber wenn man so schaut, ja, es sieht nach weiterem Regen aus, was auch völlig in Ordnung ist. Ja, braucht die Natur auch. Es soll ruhig regnen, sage ich euch ganz ehrlich. Habe ich kein Problem damit. Und was ich mal echt gespannt bin, wir hatten ja, oder ich hatte ja in letzter Zeit immer gesagt, ja, diese komischen Raupendinger-Gedönser da, ne, die da sich einspinnen, sind immer noch da, aber ich glaube doch, dass der Regen denen doch viel ausmacht, oder? Der macht doch diese Netze kaputt, teilweise, ne? Hoffe ich mal oder so. Ja, das sind schon eklig. Oh, ich hasse sowas. Da stellen mir sich immer die Nackenhaare so auf. Ne? Ich mag es überhaupt nicht. Und man hört es wahrscheinlich noch so ein bisschen, diese morgendliche, tiefe, ich würde sagen, rauchige Stimme, aber ich rauche ja nicht. Von daher habe ich ja eigentlich gar keine rauchige Stimme. Ja. Oder hat eine rauchige Stimme nichts mit Rauchen? Eigentlich hat eine rauchige Stimme nichts mit Rauchen zu tun. Das ist das Morgendliche, so ein bisschen tiefer halten. Ne? Oh ja. Es ist einfach schön, morgens so eine kleine Runde zu machen. Ja. Weil man hört dann immer so die ganzen Vögel. Und ich bleibe dann meistens immer hier vorne an den Plätzchen immer gerne noch mal kurz stehen. Dann nehme ich ja auch ab und zu mal so kleine Videos dann auf für Instagram oder jetzt Twitter. Ne? Und dann lausche ich da einfach gerne mal den Vögeln. Weil das ist einfach so angenehm, das ist so schön. Jetzt mal hier so. Ich würde mich da jetzt ja hinsetzen, aber das geht ja leider nicht, weil Regen und so, nass. Wenn es hier mal so steht und einfach mal die Autos ausblendet und jetzt nur den Bach hört und die Vögel. So schön. Das ist so schön. Hier würde ich mir gerne ein Häuschen bauen. Hier so an die Stelle da. Aber das ist leider nicht möglich. Hier war früher mal ein Garten, ne? Das einsame Gartentor. Da gab es auch mal hier an der Seite. Da ungefähr war mal ein Hühnerstall auch. Da waren auch Hühner. Ja, aber hier so ein kleines Häuschen. Oh, das wäre ein Traum, oder? So ein Bächlein wäre es direkt draußen, weißt du? So, ne? Aber es ist leider kein Bauland. Oder was heißt leider? Irgendwo auch in Ordnung. Ne? Irgendwo muss die Natur ja auch die Möglichkeit haben, sich entfalten zu können. Ja, man kann nicht immer überall bauen. Man sieht da dunkel, dunkel, dunkel. Dunkle Regenwolken. Und die Sonne versucht sich so zwischendrin mal immer ein bisschen durchzudrücken. Und ich kann euch jetzt sagen, ich hatte am Montag wirklich Kopfschmerzen. Aber wo es extrem schlimm war gestern am Mittwoch. Ich hatte so einen Brummschädel. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe gedacht, mein Kopf steht kurz vom Platzen. Ich hatte gestern auch noch Spätdienst. Ich habe mir dann 2 Schmerztabletten reingeworfen. Und dann gegen Abend ging es dann einigermaßen. Aber den ganzen Mittag so, oh. Mein Kopf tut weh. Aber Arbeit, Arbeit ist halt Arbeit, ne? Muss, was muss. Ja, und gestern kam ja auch eine neue Let's Play-Folge raus. Oder ein neues Let's Play, wenn man so sagen will. Und zwar Green Hell.
Ja, also schaut es euch ruhig an. Ne? Die nächste Folge gibt es dann wieder am Samstag von Green Hell. Also das wird immer so sein, dass diese Folge immer mittwochs und samstags jeweils um 18 Uhr eine Folge Green Hell. Und um 20 Uhr gibt es ja jeden Tag eine Atlas-Folge. Ja, ich bin mega, mega drauf gespannt, was uns in der ganzen Green Hell-Zeit alles so erwarten wird. Weil es ist ein mega komplexes Spiel. Und ja, es gibt sehr vieles zu entdecken. Genauso wie hier in der freien Wildbahn. Ne? Wo ich wahrscheinlich nicht mal eine Minute überleben würde. Ein Enterich. Das ist halt das, was ich immer so in der Natur feier. Ja? Man sieht manchmal Dinge einfach um die Uhrzeiten, die man sonst eigentlich ja nicht rausgeht. Also früher wäre ich nie morgens um 8 oder manchmal sogar um 6 oder 7. Kommt ja mal drauf an. Ne? Rausgegangen, spazieren oder so. Ja? Und jetzt mit Mowgli kommt man halt einfach raus. Ne? Aber ich würde nicht überleben in der Natur. Also ich würde wahrscheinlich irgendwo liegen und vor mich hin vegetieren und drauf gehen. Und diese Blumen, ich finde die so schön. Nur mal kurz ein kleines Fotochen für Instagram. So. Hier hinten kommt jetzt auch ein Auto. Ah, okay, die wohnen da hinten, ja. Das sind die Besitzer dieses kleinen Häuschens da hinten. Direkt an den Bahnschienen. Wollte ich jetzt aber auch nicht wohnen, direkt an den Bahnschienen. Also, das ist ja wahrscheinlich der Nachteil. Ja, weil, gut, man gewöhnt sich dran, ne, mit der Zeit. An dieses Laute dann, ne, von den Bahnlinien. Also, ich höre die Bahn ja auch. Ne, aber mittlerweile, ganz ehrlich, man macht halt eben, ey, da fährt gerade ein Zug, wenn ich gerade Freunde da habe oder so. Ey, da fährt ein Zug vorbei. Ich so, was, wo? Ich höre das schon gar nicht mehr teilweise. Ne. Man hört es irgendwann nicht mehr. Irgendwann blendet der Kopf dann solche unwesentlichen Dinge einfach aus. Wenn man das jeden Tag hat. Ja. Und manchmal ist es sogar dann so, dann hast du es auch immer nicht mehr und dann fehlt dir irgendwas. Ja, das ist auch ganz, ganz komisch. So. Das ist halt auch so, ne? Hier hat ihr einen Hund hingekackt in die Ecke. Hier ist nochmal ein Hundescheißhaufen. Ja, ich habe meinen schön weggenommen. Moki hat da vorne hingemacht. Ich habe meinen schön weggemacht. Und ich verstehe halt nicht, warum Leute es einfach nicht schaffen, das wegzumachen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du es nicht siehst. Es ist einfach nur Faulheit und Ekel. Leute sind einfach eklig. Wir Menschen sind einfach eklig. Viele von uns. Umweltschmutzer, Umweltverschmutzer, Umweltsünder. Einfach nur, bah, naja. Ich sag's, glaube ich, jedes Mal so oft. Da kann halt jeder Einzelne für sich immer nur was dran ändern. So. Ich komme wieder heute früh, das merke ich schon, von einem Thema zum nächsten Thema. Aber das kennt man ja von mir nicht an. Sprechdurchfall, Kopfsalat und Themasprünge von kleinen süßen Hundebabys zu ekligen Dingen, Kackhaufen und sowas. Das kann ich gut. So, aber Leute, wir sind jetzt eigentlich auch schon so gut wie am Ende von der Spaziergangrunde. Ich weiß, war nur ein kurzes Video. Ich habe euch auch nicht von Anfang an mitgenommen. Aber ich warte meistens immer so, bis Mowgli sein Geschäft erledigt hat. Da muss ich euch nicht auf den Boden legen oder hier, vor allem jetzt gerade auf den nassen Boden. Das wäre für mein Handy, glaube ich, nicht so schön. Aber jetzt werde ich dieses kleine Video hier beenden. Dieses kleine, kurze Spaziergang-Video für euch. Ja, ich wünsche euch einen wundervollen Start in den Donnerstag. Ja. Wochenende steht kurz vor der Tür und wir laufen jetzt noch den Rest nach Hause.
Ja. Und dann hören wir uns beim nächsten Spaziergang-Video wieder mit dem lieben Mogli und mir. Ja, bis dahin, haut rein, macht's gut und Tschüsschen. Einen schönen Donnerstag.